Grüß euch, mein Name ist Constanze Benkre. Ich bin Austria Guide, also staatlich geprüfte Fremdenführerin. Ihr erkennt uns an dieser Plakette. Und außerdem bin ich seit Jahren Mitglied der Graz Guides. Und da ich das Glück habe, in St. Veit im Norden von Graz zu wohnen, möchte ich euch heute nach St. Veit entführen. Fährt man dann aus der Stadt Richtung Norden, sieht man schon bald auf ihrer Anhöhe die St. Veiter Kirche liegen am Fuße der Ranach und man kann eigentlich fast nicht anders, man muss dann hierher kommen. Von der Weinzettelstraße kommen, biegt man dann rechts ab und kommt als erstes beim Schloss St. Gotthard vorbei, das sehr versteckt liegt. Ursprünglich war es eine Meierei des Stiftes St. Lamprecht, das hier viele Weingärten besessen hat. Und erst im 17. Jahrhundert hat Domenico Chassia hier das Schloss errichtet. Der Grund war der Besuch von Kaiser Leopold I. Denn er ist hierher nach Graz gekommen zu seiner Erbhuldigung und hier im Schloss St. Gotthard wurde er als erstes in Empfang genommen. Heute ist das Schloss in Privatbesitz. Aber gleich benachbart liegt der St. Veiter Schlössel und hier kann man seit einigen Jahren sich ganz idyllisch das Jawort geben. Ja, wir stehen hier jetzt schon am Fuß der St. Veiter Kirche. Der Ort St. Veit hieß bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Gabriach, ein slawischer Name, und nannte sich erst ab dann nach dem Patron der Kirche. Es war hier immer ein kirchliches Zentrum, denn in der Bannmeile von Graz durfte sich hier kein Markt etablieren. Und ursprünglich gehörte dieses Gebiet den sehr einflussreichen Herren von Stadeck. Von der Kirche werde ich euch heute nicht mehr erzählen, denn das macht meine Kollegin in einem weiteren Video. Wir werden jetzt nur noch einen Blick hier nach rechts machen. Denn hier seht ihr die Volksschule von St. Veit. Schule gab es hier schon lange eine, aber seit 1901 gibt es dieses Schulhaus, das dann in späterer Zeit erweitert wurde mit einem Turnsaal und einem weiteren Zubau, der 2013 eröffnet wurde. Ja, und wir werden uns jetzt daran machen und da hier den Berg hinaufsteigen, bis in den Ort St. Veit. Den Anstieg zur St. Veiter Kirche hätten wir hier geschafft und wir werden hier mit einem wunderschönen Ensemble belohnt. Ihr seht jetzt die Kirche von der Rückseite, den heiligen Veit am Kirchendach, den Aufstieg zur Kirche und hier den Torbogen über die Straße, der Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde, um den Pfarrhof mit dem Kirchenareal zu verbinden. Leider überschätzen die Lkw-Fahrer oft die Höhe dieses Torbogens, deshalb wirkt er so ein bisschen angeknabbert. Machen wir jetzt noch einen Blick in den Pfarrhof hinein. Links seht ihr hier das sogenannte Kastengebäude. Hier war die Weinpresse und der Weinkeller. Ihr habt ja schon gehört, dass es in St. Veit viele Weingärten gegeben hat früher. Alles wurde hier in den letzten Jahren renoviert und umgestaltet. Es ist hier auch der Pfarrkindergarten, ein schöner Veranstaltungssaal untergebracht. Und hier seht ihr das Pfarrhaus, wo der älteste Teil aus dem 15. Jahrhundert stammt. Und wenn wir jetzt den Blick noch etwas weiter schweifen lassen, dann seht ihr auch den Übergang eben hinauf zum Kirchenareal. Ja, ich bin jetzt schon aus St. Veit hinausgegangen und kann euch noch die wunderschöne Ortssilhouette vom Osten aus zeigen. Und ihr seht, dass hier wirklich noch ein sehr schöner Dorfcharakter erhalten geblieben ist. Es ist eben ein Dorf schon am Land, aber noch in der Stadt. Und wenn man durch St. Veit durchspaziert,
kann man hier bis auf die hohe Ranach gehen, die ihr hier auftauchen seht, und sogar bis auf den Schöckl, unseren Hausberg, ganz im Hintergrund. Ja, unser kleiner Spaziergang durch St. Veit ist auch leider schon wieder zu Ende, aber ich hoffe, er hat euch Lust gemacht, selbst bald einmal hierher zu kommen und mehr zu entdecken. Und ebenso hoffe ich, ihr habt Lust, bald wieder mit den Graz Guides auf Entdeckungstour zu gehen. Grüß euch und bis bald mit den Graz Guides.